Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die. So, wir haben hier die erste Mauer ja platziert. Bei unserer Zombie-Falle. Das hier werde ich sowieso noch ein bisschen umbauen. Leider habe ich hier schon abgegradet, das ist natürlich schlecht. So, wir haben noch ein bisschen Holz, ganz wenig Pflastersteine. Ja, Piken haben wir mehr als genug. Ja. Habe ich da nur die Seite abgegradet? Ja, zum Glück. Das bauen wir nämlich wieder um. Denn auch wenn wir davon noch sehr weit weg sind, weil wir da ja Stahl für brauchen, würde denn hier auf jeden Fall ein Schnetzler hinkommen. Also die Klingenfalle, für die, die mit dem Wort Schnetzler nichts anfangen können. Bei uns sind das immer die Schnetzler. So, dann können wir das nämlich upgraden hier. Das machen wir erstmal nur in Holz. Ne, wenn, dann wird als erstes hier die Wand wieder in Pflastersteine irgendwann mal abgegradet. Und ich bin ja hier im Einzelplayer-Game. Ich kann mir natürlich jetzt am Anfang den Ingenieur nicht großartig leisten. So, jetzt brauche ich erstmal Wände. Ne, der Schnitzler kommt dann hier da, wo genau wo der Block sitzt, rein. So, das reicht erstmal. Achso, warte mal, das oben können wir die auch schon nehmen. Ey, da sind die Blöcke auch schon wieder alle weg. Gibt's mal gleich mal 100 neue hier. So, jetzt graden wir das mal wieder ab. Oh, da kannst du weg. So, das füllen wir auch noch auf. So, dann machen wir hier natürlich auch noch ein bisschen Upgrade. Ich glaube, den oben spare ich mir lieber erstmal. Oh, voll versemmelt. Ich habe mir halt gedacht, dass das so viel besser ist, dass ich das Labyrinth halt gleich so baue, wie ich es gerne später haben möchte. Dann brauche ich da später nicht irgendwas abreißen, wenn ich es schon in Pflastersteine abgegradet habe. So, zack, kannst du wieder weg. So, warte mal, unsere Basis ist da. Das heißt, wir kommen immer von da. Es könnte ja jetzt irgendwie auch mal eine Hundehorde kommen. Warte mal, den noch upgraden vorher. Und da müssen wir uns ja schnellstmöglich verpissen können.
Wie Muni habe ich eigentlich noch? Oh, gar nichts. Gar nichts mehr. Ist noch ein bisschen was drin. Oh ja, ganze 6 Schuss. Oh, Mist. Und sehr schön. Nächste Level up. That is good. 2 Punkte haben wir schon wieder. So, ich gönne mir jetzt hier den nächsten Schädelbrecher. Da dürfen wir noch nicht. Genau, das ist jetzt alles voll. Und dann gönnen wir uns hier den nächsten Kumpel, damit wir mehr Ressourcen bekommen. So, und jetzt müssen wir erstmal wieder einmal höher leveln. Da werde ich aber den hier, glaube ich, dann nicht mehr nehmen. Also auf 5. Und das war 5 auch, ne? Ja. Und dann müssen wir als nächstes auf jeden Fall hier vom Landleben nehmen. Ja. So, wie sieht's ressourcentechnisch aus? Also das Holz ist schon recht mau. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder ein paar Bäume schlagen. Wo sind denn so die meisten auf dem Weg, wo ich nicht so viel laufen muss? Kommt mir dem wieder. Verändern. Raus. Schreddern. Und 9. In Level 3. Axt haben wir schon in 3. Warte mal, nee, ich kann jetzt 4 bauen, ne? War das nicht so? Da. Ja, natürlich. Ey, super. Super, super. Ja, immerhin schon 101. Ich sehe den Baum nicht. Da ist doch irgendwas gespawnt. Na? Oder nicht? Hätt's mir ruhig mal ein Schmerzmittel geben können. Scheiß Müll. So, gleich mal. Mal ein paar Blöcke hier. Ja, kommt eine. Oh, hast du gekriegt? Mist, schon leer. Los, gib Honig her hier. Leider nicht. Und in unser Multiplayer-Game, da haben wir schon wieder so einen krassen Wald gebaut. Also, ich hab den, ich hab halt so einen Wald, den Mixery abgebaut hat, gepflanzt hat. Den habe ich gehackt. Und da habe ich alle Samen gepflanzt wieder als Bäume.
Und das waren, glaube ich, 150 oder irgendwie so. Auf jeden Fall unheimlich viele. Und dann war ich in der Mine drin und dann sind die am nächsten Tag, sind die dann immer gewachsen. Und immer wenn die gewachsen sind, dann konnten sie gar nichts mehr machen. Das ganze Bild hat gezittert, es ist überhaupt nichts mehr passiert. Da hatte ich auch schon. Da hatte ich das wahrscheinlich auch schon. Ja, boah, leck. Ey, das nicht. Nein. Wie geil. Ja. Komm mal her. Vielleicht haben wir Glück und kriegst einen Baum auf den Kopf. Leider nicht. Hier, Kapuzenfreak. Wie sieht's denn jetzt mit dem Dreierhammer aus? Hä? Hat sich eher angehört, als wenn noch einer hinter mir ist. Wie sieht's denn aus? Ah, immer noch ein bisschen mehr. Hier haben wir noch ein paar große Bäume. Ei! Schade. Genau, wir hacken die jetzt einmal durch hier. Müsste gleich soweit sein. Jetzt. Kids haben wir noch. Einmal reparieren. Den bauen wir natürlich noch mit. So, dann soll es das erstmal gewesen sein. Schluck aus der Pule. Ah, Futter brauchen wir noch nicht. Ja, jetzt bauen wir erstmal noch ein bisschen weiter. Ja, und in der Nacht haben wir einiges zu craften. Und wenn da noch Zeit halt ist, dann gehen wir noch in die Mine rein. So, wo bin ich stehen geblieben? Irgendwo hier, ne? Oder da? Ne, hier bin ich rumgegangen. Na, die Mauer hier, die wird dann auf jeden Fall auch zweifach. Damit sie dann nicht versuchen, sich da durchzuschlagen.
Alter, ich versemmel aber auch Blöcke. Ja, da muss ich mir wohl echt einen Klauenhammer machen. Ich hätte ihn ja lieber gefunden. Weg hier. Dann hätten wir die Ecke auch. Vielleicht kriegen wir ja noch einen EP-Punkt zusammen. Warte mal, das ist eigentlich nicht so geil. Als Untergrund hätte ich schon ganz gerne wenigstens Pflastersteine. Naja, und Lehmschaufeln muss ich sowieso. Das ist so ein bisschen besseres Fundament als diese normale Erde da. Achso, nee, warte mal. Obwohl, die kann ich noch. Die hätte ich auch so upgraden können. Okay, warte mal, jetzt bauen wir erstmal zu Ende hier. Weg damit! Warte mal, da ist noch einer. Hätten wir. Zack, hier wieder noch auffüllen. So, sind wir einmal rum. Ne, sind wir nicht einmal rum. Ja, doch. Ja, sehr gut. Wie viele Holz haben wir noch? Ach, noch jede Menge. Komm, dann nehmen wir hier die oberen doch schon.
Ja, und zu zweiten muss das natürlich erstens erweitert werden und natürlich auch alles dann schon aus Pflasterstein sein. So, wie angekündigt, das hier wird noch eine zweite Mauer. Also so eine doppelte Mauer. Komm, die lassen wir erstmal weg. Brauche ich den Block nicht wechseln. Sie alle. Komm, wieder 100. Das bauen wir gleich ab. Erstmal upgraden. Ich bin einmal rum, ne? Ja. Ah, nee. Die habe ich noch vergessen. Und weiter geht's mit dem Upgraden. Das sieht gut aus, das schaffen wir heute noch. Was in unserem Multiplayer-Game auch wirklich richtig lustig ist. Wir haben da schon den Blasebalg drin und den Schmelztiegel. Aber einen Amboss haben wir immer noch nicht. Da war das nächste Level up. Sehr gut, das gucken wir uns in der Nacht an. Runde 20. Easy. Da hast du gehört. Na? Das ist keine Hunde. Naja, hoffe ich mal, dass auch in der nächsten Zombie-Nacht, die jetzt dann kommt, nächsten Tag, dass sie da nicht zu viel kaputt machen.
wir hier dann gleich nach der Nacht alles wieder reparieren können, bisschen erweitern und dann müssen wir halt unbedingt on the loot gehen. Habe ich den Boden auch nicht gebaut, ne? Das müssen wir auf jeden Fall irgendwann noch mal korrigieren. Okay, das Ding steht noch auf der Straße. Yippie! Das wäre erledigt. So, kurz wieder den Standardblock. Oh, ist hier wieder ein Traption. So, können wir ja innen drin auch schon Piken verlegen, ne? Nö, mein versemmelt. Übrigens ist es kein Witz in unserem Multiplayer-Game. Ich bin einmal schon durch die Zombie-Falle gestorben, weil ich in die Piken gefallen bin und mein Kumpel Mixery. Ach. Oh. Der hätte in die Hose gehen können. So, mehr lege ich jetzt aber nicht. Ab nach Hause. Nur 6 Schuss in diesem MG da, das ist mir zu heiß in der Nacht. So, jetzt sind wir zu Hause. Müssen wir es ablegen, ne? Ach so, ich bin auch doof. Ich hab den Mod hier gar nicht wieder reingepackt. Mann, bist du blöd. So, Schrott. Die Baumsamen hier rollen. Baumwolle. Lululululul. Das war's schon so gut wie, war. Pflanzenfasern. Die Steinaxt packe ich ja jetzt weg. Dann könnt ihr auch hier rein. Nägel. So, hier in Futter. Goldrude. Honig. Chrysanthem. Ja, da haben wir schon 4 Samen von. Einschmelzen. Sieht so mit Klebeband aus. Wahrscheinlich schlecht, ne? Oh, auch gar kein Kleber mehr. Noch Dreckwasser? Nicht wirklich. Wie leere Gläser? 3? Ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Hier haben wir noch ein Ei.
Nee. Wir haben jetzt noch einen Blaubeerkuchen. Drei Eier, Fleisch haben wir einigermaßen. Schmiede anschmeißen hier. Axt rein. So, haben wir da noch irgendwas? Alles recht mau. So, Pflastersteine bunkern wir mal hier. Ja, Mist, einen Taschenmod könnte man jetzt nur noch in den Mantel reinballern und den habe ich im Moment nicht. Da, Clownhammer. Können wir auf jeden Fall machen. Also haben wir hier noch Holz, Klebeband. Drei Gläser ist echt wenig. Wir könnten Sand gebrauchen. Tja, da bleibt uns ja nichts übrig. Nichts anderes übrig. Was ist das? Achso, Müll. Ah, die können wir ruhig am Mann behalten. Das kostet mich jetzt nicht so viel Platz. Das kommt erstmal hier rein. Eisen, uch. Ja, da wir so dringend Kleber brauchen, müssen wir jetzt in der Mine mal am besten ein bisschen Sand organisieren. Und die Dinger sind geil. Ich kann es euch sagen, dass Reifensäure ist in meinen Augen unheimlich schwer zu finden. Und ihr braucht, um einen Reifen herzustellen, braucht ihr immer einen Säure. Und ihr könnt, wenn ihr so einen Dreierstapel auseinanderkloppt, das muss jetzt natürlich bei mir nicht unbedingt passieren, da könnt ihr einen Reifen bekommen. Ja, hat natürlich nicht geklappt. Auseinandernehmen geht leider nicht. Hat auch wieder keinen gegeben. Also wie es bei diesen einzelnen größeren Reifen, es gibt ja auch diese kleinen Reifen, da habe ich noch nie einen Reifen bekommen. Bei den größeren einzelnen habe ich auch noch nie einen bekommen, aber ich noch nicht so viele kaputtgeschlagen. Aber bei dem Dreierstapel, den allerersten, den ich im Multiplayer-Game zerschlagen habe, da habe ich direkt einen Reifen bekommen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir dann auch unsere Ruhe haben. Habe ich leider schon. Ja. Das ist ein ganz übler Wolf! Das war's. Das wusste ich direkt. Keine Chance. Und das hier zum Ende der Folge. Bin ich das erste Mal da gegangen. Ja, keine Chance, wie gesagt. Selbst mit den 6 Schuss aus diesem selbstgebauten MG hätte ich das sicherlich nicht mehr geschafft. Tja Leute, da ist mein erster Death und hier ist auch das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne und ciao.